Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 98 der germanischen Mythologie. Und in diesem Video geht es um die kleineren nordischen Götter. Nach fast schon 100 Folgen zur germanischen Mythologie haben wir uns natürlich auch die wichtigen Götter der Germanen angesehen. Götter wie Odin, Thor, Freya oder Frigg haben eigene Mythen, zum Teil sogar mehrere, die uns bis heute noch überliefert sind. Zudem sind auch viele dieser Götter im gesamten germanischen Raum bekannt gewesen und Figuren wie Odin oder Thor ziehen sich durch die gesamte germanische Geschichte und den gesamten germanischen Kulturraum. Wie bei vielen polytheistischen Religionen aber, war auch der Glaube der Germanen stark regional geprägt. Manche Götter waren in einigen Regionen deutlich mehr verehrt und deutlich wichtiger als in anderen, wie zum Beispiel Thor, der auf Island der wichtigste Gott war, oder Ulla, bei dem es scheint, dass er im ostnordischen Raum besonders verehrt wurde. Aber es gibt auch viele kleinere Götter, die nur regional verehrt wurden und so manche Gottheit, von der uns heute kein großer Mythos bekannt wäre. Und eben um solche Figuren soll es in diesem Video gehen. Kleinere Götter, zu denen uns kein Mythos überliefert wurde, die nur ab und an im Hintergrund erwähnt werden oder die nur als regionale Gottheiten vermutet werden. Solche kleineren Götter gab es nun bei den Germanen vermutlich viele und viele einzelne Namen aus dem gesamten germanischen Raum sind uns noch heute bekannt. Aus diesem Grund ist dieses Thema auch auf zwei Videos aufgeteilt. In dieser ersten Folge soll es um die kleineren Götter im nordgermanischen und skandinavischen Raum gehen, während es in der nächsten Folge um die kleineren Götter des südgermanischen Raums und bei den Angelsachsen gehen soll. Eine zweite Sache, die rasch auffallen wird, ist dann, dass sehr viele dieser kleineren Götter weiblich sind und scheinbar regionale Göttinnen bei den Germanen sehr häufig waren, und während die meisten der großen Mythen männliche Götter als Hauptfiguren haben, zeigt die große Anzahl der kleinen weiblichen Götter, dass Göttinnen eben auch eine sehr große alltägliche Rolle bei den Germanen hatten. Dazu passen auch die Gruppen mythischer weiblicher Geister wie die Nornen, Diesen oder Walküren, zu denen es jeweils auch schon ein eigenes Video gibt und die große Bedeutung weiblicher Figuren zeigen. Auch wenn diese nicht immer die Hauptfiguren großer Mythen und Sagen sind. Wie immer bei dieser Art von Video gilt aber auch, dass diese Liste nicht zwingend vollständig und allumfassend ist. Vielmehr sollen euch diese Beispiele einen Eindruck davon geben, welche kleineren Figuren es gab, wofür solche Götter womöglich zuständig waren und ob jede erwähnte Figur auch immer gleich als eine Gottheit zu sehen ist. Bereits in der Edda werden uns noch eine Vielzahl kleinere Figuren genannt, die zu den Asen gezählt werden, die aber bestenfalls im Hintergrund auftauchen. Viele von diesen wurden daher auch schon im Hintergrund von anderen Videos erwähnt. Einer der männlichen Götter, der bisher kaum Erwähnung hatte, ist so Hönir. In der Völuspá wird beschrieben, dass er zusammen mit Odin und Lodur die ersten beiden Menschen erschafft und es war Hönir, der den Menschen den Verstand gab. Auch in Snorris Edda erscheint Hönir dann zusammen mit Loki und Odin in einem Trio, allerdings ohne dass ihm hier eine Funktion klar zugeordnet werden würde. Und schließlich wird Hönir auch unter den Göttern erwähnt, die Ragnarök überstehen. Ebenfalls in der Völuspá heißt es so, dass Hönir in der neuen Welt nach Ragnarök den Loszweig wählen wird. Auch schon recht alte Quellen, wie zum Beispiel das Skaldengedicht Haustlöng mit dem Mythos von Iduns Entführung durch den Riesen Thiassi, zeigen erneut Hönir zusammen mit Odin und Loki in einem Trio. Und schließlich gibt Snorri ihm noch eine vergleichsweise große Rolle in der Ynglingasaga. Hier wird beschrieben, dass Hönir als eine Geisel der Asen nach dem Krieg der Asen und Vanen zu den Vanen übergeben wird. Mit der Hilfe von Mimirs Rat, der ebenfalls als Geisel zu den Vanen kommt, steigt er aber bei den Vanen bald zu einem großen Anführer und Häuptling auf. Die Vanen sind damit unzufrieden und wollen nicht durch einen Asen geführt werden und erkennen schließlich, dass er nur so gut ist, weil ihm Mimir weise Ratschläge gibt. Dafür enthaupten sie Mimir und schicken seinen Kopf an Odin zurück. Hönir aber bleibt in dieser Version bei den Vanen und wissen nicht, was bei den Vanen aus ihm wird. Als Keniga sind uns schließlich noch die Bezeichnungen als der schnelle Ase, Langfuß oder auch reicher König für Hönir überliefert. Da wir aber so wenig über diesen Gott wissen und wenig von ihm hören, wissen wir nicht, woher diese Keninger kommen und ob es zu diesem vielleicht auch einen Mythos gäbe. Welche Rolle und Funktion Hönir dann in der Kultur der Germanen hatte, bleibt so ebenfalls unklar und von Interpretationen eines Himmelsgotts zu einem Sonnengott bis hin zu einem Wassergott oder sogar einer Personifizierung von Odins Verstand kommen viele Möglichkeiten vor. Keine davon kann aber am Ende wirklich überzeugen und Hönirs tatsächliche Rolle und Funktion bleibt unklar. Aber durch seine vielen und zum Teil recht alten Nennungen war er vermutlich durchaus in der heidnischen Zeit eine bekannte Figur. Ebenfalls mit Odin verbunden sind dann die Götter Buri und Bor. Buri ist der Gott, der als erster von der Urkuh Atumla im Rahmen des Schöpfungsmythos der Germanen aus dem Eis herausgeleckt wird.
Er ist damit der Stammvater aller Götter und hat einen Sohn namens Bor. Dieser heiratet dann die Riesin Bestla und seine Söhne waren Odin, Vili und Ve. Welche Bedeutung Buri und Bor aber darüber hinaus hatten, ist unklar und es ist gut möglich, dass sie nur im Rahmen des Schöpfungsmythos eingeführt wurden. Sozusagen nur als Großvater und Vater von Odin, um dem Allvater einen Stammbaum zu geben. Und ganz ähnlich ist es auch mit den Göttern Vili und Ve. Auch diese beiden Brüder von Odin tauchen nur wirklich im Schöpfungsmythos auf, werden aber auch an anderen Stellen wie der Ynglingasaga als Odins Brüder erwähnt. Eine Funktion oder ein Kult der Germanen um diese Götter bleibt aber unklar. Vermutlich aber dienten sie dem Zweck, ein typisches Göttertrio zusammen mit Odin zu bilden, denn auch schon bei Tacitus in der Antike wird im Rahmen des Schöpfungsmythos der Germanen ein Trio von Brüdern erwähnt. Das Konzept von Vili und Ve als Brüder von Odin könnte damit schon recht weit zurückreichen und ähnlich alt wie Odin selbst sein. Aber anders als Odin hatten seine Brüder wohl kaum eine große Rolle im Kult der Germanen. Ähnliche, wenn auch nicht ganz so alte Geschwister tauchen dann auch für Loki in der Edda auf. Für ihn werden die beiden Brüder Baelister und Helblindi erwähnt. Sie werden zweimal in der poetischen Edda und zweimal bei Snorri angesprochen. Neben der Nennung ihrer Namen erfahren wir über sie aber kaum etwas, außer dass sie Lokis Brüder sein sollen. Trotzdem aber geht man davon aus, dass Lokis Brüder relativ alte Figuren sind und zumindest in der späten heidnischen Zeit bei den Nordgermanen bekannt waren. Der Name Baelister kann dabei bis heute nicht wirklich gedeutet werden und ist unklar, während Helblindi so viel wie der Blinde des Totenreichs bedeutet. Da Loki selbst schon eine recht mysteriöse Figur darstellt, keinen Kult hatte und von den Germanen eigentlich gar nicht als Gott verehrt wurde, aber in den Geschichten als literarischer Gott auftaucht, stellen auch seine beiden Brüder ähnliche Fragen. Vielleicht hatten sie ganz ähnlich zu Loki einen möglichen Ursprung als wettierartige Hausgeister der Götter. Eine weitere möglicherweise sehr alte Figur, die mit Odin in Verbindung steht, ist dann der Gott Meili. Sein Name könnte so viel wie der Liebende bedeuten und er ist ein Sohn von Odin. Der Allvater wird nun natürlich sehr oft als Vater von Helden und Königen genannt und nicht alle Kinder von Odin sind als Götter zu sehen. Doch das Besondere an Meili ist, dass sein Name schon in recht alten Keningar für Thor erscheint. Der Donnergott wird so unter anderem in der Skaldendichtung auch als der Bruder des Meili bezeichnet. So dürfte Meili zum einen ein recht bekannter und zum anderen auch ein recht wichtiger Sohn von Odin gewesen sein, da es sich lohnte, Thor mit seinem Namen zu umschreiben. Ebenfalls im Stammbaum der Asen taucht dann auch die Figur Fjörgyn auf, der von Snorri als Vater der Göttin Frigg genannt wird. Für diesen fehlen nun aber jegliche ältere Erwähnungen und hier ist es recht wahrscheinlich, dass ein Gott namens Fjörgyn als Vater von Frigg erst eine späte Erfindung war und er zeigt schön auf, dass christliche Autoren auch gerne die Stammbäume der Götter umschrieben und um weitere Figuren vergrößerten, die zwar in den Texten als Götter bezeichnet werden, aber eigentlich neu erfunden sind und kulturell nicht als echte Götter zu sehen wären. Einen Auftritt in der Lokasenna hat dann Beigvir, der als Diener von Frey bezeichnet wird. Obwohl dieser aber nur ein Diener sein soll, nimmt er an dem Streitgespräch der Lokasenna wie die anderen Götter teil. Und auch wenn dies die einzige Erwähnung für ihn ist, handelt es sich bei Beigvir vermutlich um eine kleinere Schutzgottheit. Durch seinen Namen, der mit dem nordischen Wort für Korn verbunden ist, vermutet man auch, dass Beigvir ein Feld- oder Korngeist sein könnte. Damit würde er auch sehr gut zum Fruchtbarkeitsgott Frey passen. Mit dessen Schwester Freya ist dann dagegen der Gott Oder verbunden. Dieser wird als der Ehemann der Göttin bei den Asen präsentiert und durch eine bereits recht alte Erwähnung in der Skaldendichtung zeigt sich, dass Oder vermutlich schon länger diese Rolle hatte. Er soll ein Gott sein, der oft auf lange Reisen geht und einmal sogar ganz lange fort war, sodass Freya ihn vermisste und nach ihm suchen wollte, wobei sie goldene Tränen vergoss. Eine Interpretation von Oder ist nun wegen seines sehr ähnlichen und verwandten Namens, dass er eine andere Version von Odin sein soll und das Paar Freyr und Oder eine Parallele zu Frigg und Odin bilden soll. Allerdings spricht auch einiges dafür, dass Oder eine eigenständige und eigene Figur darstellt. Eine mögliche Erklärung wäre hier, dass Oder ursprünglich mit Odin identisch war und sich dann aber zu einer eigenen Gottheit entwickelte. Bisher konnte aber weder Oders Identität noch seine Rolle in der Kultur der Germanen wirklich geklärt werden. Eine Gottheit, die dann nicht in der Edda, sondern in anderen Quellen erwähnt wird, ist der Gott Lüthir. Dieser war vermutlich eine Gottheit in Schweden und wird in einem Text aus dem 14. Jahrhundert erwähnt.
Darüber hinaus finden sich aber auch Ortsnamen wie Lütesberg oder Lüteslund, welche auf Kultorte für Lüthier hinweisen. Einen überlieferten Mythos haben wir ohne literarische Quellen zu Lüthier natürlich kaum. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass mit diesem Namen Lüthier eigentlich eine bekannte Gottheit wie Frey gemeint sein könnte. Ebenso wahrscheinlich ist es aber auch, dass Lüthier eine eigene Gottheit darstellt und damit ein Beispiel für eine lokal verehrte Gottheit wäre, und in dieser Rolle wäre Lüthier vermutlich ein Schicksalsgott gewesen. Abschließend für die männlichen kleineren Götter des Nordens gibt es dann noch zwei Figuren, von denen unsicher ist, ob es sich dabei wirklich um Götter handeln soll oder nicht. Zum einen ist da Aurvandil, eine Figur, die zentral bei Snorri erwähnt wird. So wird im Rahmen von Thors Kampf mit dem Riesen Hrung berichtet, dass Thor dabei verwundet wurde und sich von der Zauberin Groa heilen lassen wollte. Während sie ihn versorgt, erzählt Thor ihr dafür, wie er einst Aurvandil, der ihr Ehemann war, traf und über einen kalten Fluss half. Da Aurvandil schon sehr lange auf einer Reise war und Groa nichts mehr von ihm gehört hatte, war sie sehr froh, von Thor diese Geschichte zu hören. Der Donnergott erzählt nun aber weiter, dass im kalten Flusswasser eine Zehe von Aurvandil eingefror und abbrach und Thor diese dann zum Himmel hinaufwarf und aus der eingefrorenen Zehe wurde ein Stern. Als ein Geist, eine Personifizierung oder gar eine Gottheit eines Sterns könnte Aurvandil schon recht lange bekannt gewesen sein. So findet sich diese Figur nicht nur in Skandinavien, sondern auch unter dem Namen Earendil bei den Angelsachsen, dessen Name so viel wie Morgenstern bedeutet. Darüber hinaus tritt er auch bei Saxo Grammaticus in der Gesta Danorum in Erscheinung und zumindest der Name ist auch bei den Langobarden als Auri Vandalo und im Althochdeutschen als Orentil bekannt. Somit könnte Aurvandil eine Personifikation oder sogar ein Gott des Morgensterns oder ein Gott der Sterne gewesen sein. Diese Interpretation als Gottheit ist aber durchaus umstritten und wie so oft bleibt unklar, ob sich hinter diesem Namen tatsächlich eine Gottheit verbirgt und die Germanen hier einen Gott der Sterne oder gar den Gott des Morgensterns kannten. Das zweite Beispiel ist dann noch die Figur Mithothyn, der seinen Auftritt bei Saxo Grammaticus in der Gesta Danorum hat. Darin wird Mithothyn als ein Zauberer bezeichnet und als Odin aus Asgard verbannt wurde, übernahm er dort die Herrschaft über die Asen. Da Saxo generell alle Götter als Zauberer bezeichnete, ist hier gut möglich, dass es sich bei Mithothyn auch um einen Gott handeln soll. Als neuer Herr der Asen führte Mithothyn dann eine neue Art des Kultes und der Verehrung der Götter ein, bei dem nicht mehr den Göttern gemeinsam im Tempel geopfert werden durfte, sondern jeder Gott brauchte einen eigenen Tempel und es musste für jeden einzeln geopfert werden. Nach Odins Rückkehr nach Asgard musste Mithothyn dann die Flucht ergreifen und wurde getötet. Selbst im Grab aber verursachte seine Leiche noch Unheil und Seuchen und erst als man ihn wieder ausgrub, ihn enthauptete und dann pfählte, gab Mithothyn endlich Ruhe. Damit zeigt sich diese Figur auch als ein mächtiger Trauger, ein Untoter, der aus dem Grab wiederkehrt. Ob nun Mithothyn als Gott zu sehen ist oder nicht, ist recht unklar. Einige Versuche, seine Gestalt zu erklären, sind es, ihn als eine Art falschen Odin zu sehen, aber auch ihn als einen Gott der Ordnung zu interpretieren. Wie so oft aber können wir es am Ende nicht wissen und Mithothyn als ein möglicher Gott der Ordnung bleibt unklar. Unter den weiblichen Göttern des Nordens finden sich dann zunächst eine ganze Reihe in der Edda. Von Snorri wird eine ganze Reihe von Asinnen aufgezählt, von denen viele aber nur hier genannt werden und ansonsten unbekannt bleiben. Eine erste davon ist die Göttin Saga. Sie herrscht über die Halle Sökvabekk, was so viel wie die gesunkene Bank bedeutet, und wo sie oft von Odin besucht wird und mit dem Allvater zusammen trinkt sie dort aus einem goldenen Becher. Die Göttin Eir wird als nächste genannt und von ihr heißt es, dass sie unter allen Asinnen die beste Heilerin sein soll. Ihr Name bedeutet auch schon so viel wie die Helfende, wird aber auch für eine Walküre verwendet. Da auch die Walküren zum Teil mit Heilung oder auch der Erweckung der Toten verbunden werden, ist es durchaus möglich, dass Eir eigentlich keine Göttin sein soll, sondern eine Walküre war. Die Göttin Fulla wird dann als nächstes von Snorri als eine jungfräuliche Dienerin der Göttin Frigg beschrieben. Sie trägt einen goldenen Stirnreif und die Truhe von Frigg sowie ihre Schuhe und kennt alle die Geheimnisse von Frigg. Ihr Name kommt mit einem Keningar für Gold als Fuller Stirnreif schon in der Skaldendichtung vor und damit ist sie wohl auch eine etwas ältere Figur. Möglicherweise ist sie sogar mit der Göttin Folla aus dem südgermanischen Raum identisch, wobei dies aber nicht ganz geklärt ist. Eine zweite göttliche Dienerin von Frigg ist dann die Göttin Gna.
Sie wird nur bei Snorri erwähnt und von ihr heißt es, dass sie von Frigg für wichtige Aufträge zur Welt geschickt wird und dafür ein magisches Pferd hat, das durch Luft und Wasser reiten kann. Da diese Göttin nur hier erwähnt wird, bleibt unklar, ob Gná eine literarische Erfindung von Snorri ist oder eine tatsächliche Göttin war. Die dritte Dienerin von Frigg ist dann noch die Göttin Hlin. Ihr Name bedeutet so viel wie die Beschützerin und sie soll von Frigg zu jedem Menschen geschickt worden sein, den Frigg ihren Schutz gewähren will. Auch schon in älteren Quellen taucht dieser Name auf, doch hier scheint Hlin mehr ein alternativer Name für Frigg selbst zu sein und so wird vermutet, dass Hlin keine eigene Göttin war, sondern nur ein Name für Frigg. Auch als solcher Name stellt Hlin aber die schützende Funktion der Göttin Frigg dar. Nicht direkt eine Dienerin von Frigg, aber zumindest im Auftrag der Göttin und von Odin unterwegs, ist die Göttin Lofn. Ihr Name bedeutet so viel wie die tröstlich Milde und sie ist eine Liebesgöttin. Sie, so heißt es, bringt im Auftrag von Frigg und Odin jene Liebenden zusammen, denen die Hochzeit zuvor verboten oder nicht möglich gewesen war, wenn diese zu ihr beten. Der Name Lofn taucht zudem auch schon in der Skaldendichtung in einigen Keningar für Frauen auf und Snorri verband vermutlich diesen alten Namen und diese Keningar dann erst mit der Rolle als Liebesgöttin und so bleibt einmal mehr unklar, ob Lofn ursprünglich eine Göttin war oder nicht. Eine zweite Liebesgöttin der Edda ist dann auch die Göttin Sjöfn und von ihr heißt es, dass sie den Sinn der Menschen auf die Liebe hinwendet und deshalb, so schreibt Snorri, soll die Liebe auch nach ihr Sjafni genannt worden sein. Diese etymologische Deutung ist vermutlich aber erst eine Verbindung, die von Snorri erfunden wurde, aber Sjöfn selbst erscheint auch schon in älteren Quellen und ist entweder eine Göttin der Liebe und der Ehe oder aber eine Göttin der Familie und könnte zum Teil auch als eine Schutzgöttin fungiert haben. Und auch wenn Snorri ihr die Namensdeutung erst andichtete, handelt es sich bei Sjöfn vermutlich um eine alte Familien- und Liebesgöttin. Und dann ist da auch noch als dritte Liebesgöttin die Göttin Var, deren Name so viel wie die Geliebte bedeutet. Sie soll laut Snorri die Eide und Vereinbarungen zwischen Menschen segnen und jene bestrafen, die sie brechen. Mit diesen Eiden und Vereinbarungen der Menschen ist vermutlich die Ehe gemeint. Und in der Trümskvida heißt es auch von ihr, dass sie die Ehe zwischen Thor, der hier als Freier verkleidet ist, und dem Riesen Trüm weihen soll. So war auch Var vermutlich eine Liebesgöttin und eine Göttin der Familie und der Ehe, die aber auch durchaus eine rächende Göttin sein konnte, wenn diese Ehe, dieses Gelübde zwischen zwei Menschen gebrochen wurde. Einen ganz ähnlichen Namen trägt dann die Göttin Vör und sie wird als eine besonders kluge Göttin beschrieben, die sehr viele Fragen stellt. Ihr Name könnte möglicherweise als die Vorsichtige übersetzt werden und weiter heißt es von ihr auch, dass sie so weise und umsichtig war, dass ihr nichts entgehen konnte. In älteren Quellen kommt auch ihr Name nur als ein Keningar für Frauen vor und es ist damit unklar, ob Vör tatsächlich eine Göttin war oder sich Snorri hier nur aus einem Keningar für Frauen eine Göttin machte. Die Göttin Sunn fällt dann wieder in den Bereich der Schutzgötter. Ihr Name bedeutet so viel wie Verweigerung und von ihr heißt es bei Snorri, dass sie Türen der Hallen bewacht und vor jenen Tür und Tor verschließt, die nicht ins Haus und nicht in die Halle kommen sollen. Und auch beim Ting wehrt Sünn gegen Klagen ab, die ihr als ungerecht erscheinen. Wie aber auch schon bei Vör kommt Sünn sonst nur als ein Keningar für Frauen vor und es wird vermutet, dass Sünn als eigene Figur und Göttin, wenn überhaupt erst recht spät, entstand. Andere weibliche Schutzgeister sind zum Beispiel in der Form der Diesen aber gut bekannt und Sünn könnte damit als eine Diese zu sehen sein, die mit einem eigenen Namen in der Literatur zur Göttin erhoben wurde. Als nächste Göttin nennt uns Snorri dann die Göttin Snotra, die besonders klug und weise gewesen sein soll. Auch ihr Name bedeutet schon so viel wie die Kluge, doch sie ist nur bei Snorri belegt und ist vermutlich nur eine Erfindung von diesem, basierend auf dem Wort Snotr für klug. Weitere Asinnen, die in der Edda erscheinen, treten dann oft als die Partner von Göttern oder als Mütter oder Töchter von Göttern auf. Eine davon ist die Göttin Sif, die Frau von Thor, die auch schon im Video zur Wette von Loki mit den Zwergen etwas genauer abgedeckt wird. Interessant ist hier aber, dass auch der Name Jarnsaxa als anderer Name für sie in Erscheinung tritt. Jarnsaxa ist zugleich aber auch der Name für eine Riesin, die die Mutter von Magni gewesen sein soll. Damit ist unklar, ob Jarnsaxa mit Sif identisch sein soll und sie auch als eine Riesin gesehen wurde oder ob beide Figuren völlig eigenständig waren. Die Frau von Balder ist dann die Göttin Nanna. Sie ist die Mutter von Forseti und als Balder den Tod findet, begleitet sie ihn ins Totenreich Hel, wobei es heißt, dass sie bei Balders Beerdigung aus Kummer verstarb.
Ihr Name ist in der Skaldendichtung recht häufig, lässt aber wenig Deutung zu, was ihre Rolle als Göttin war und ob und wie sie verehrt wurde. Eine interessante zweite Version von Nanna findet sich bei Saxo, bei dem sie nicht die Frau von Balder, sondern von Höder war. Balder versucht in dieser Version, sie mit Gewalt zu bekommen, was zum Kampf zwischen Höder und Balder führt und damit am Ende zum Tod von Balder. In dieser Version ist es also nicht Loki und seine List, die Balder das Leben kosten, sondern der Streit um Nanna, die hier aber nicht seine Frau, sondern die eines anderen war. Auch unter den vielen Geliebten von Odin finden sich natürlich einige Göttinnen. Eine davon ist Rindr, die die Mutter von Vali war, der Balder rächen würde. In den Eddas kommt ihr dabei nur eine sehr kleine Erwähnung am Rande zu, auch wenn sie zu den Asen gezählt wird. Dafür aber wird sie als Valis Mutter schon recht früh in der Skaldendichtung erwähnt und deutlich ausführlicher ist ihre Rolle einmal mehr bei Saxo. In der Gesteranorum heißt es so, dass Odin Rindr mit einem Liebeszauber verführte, nachdem ihm ein finnischer Zauberer vorhergesagt hatte, dass nur sie den Rächer für Balder zur Welt bringen könnte. Rindr aber mit einem Liebeszauber gefügig zu machen und damit die Nutzung eines bösen Zaubers war ein schweres Vergehen und Odin wurde dafür in die Verbannung getrieben. Dass diese Darstellung der Ereignisse um Rindr nicht erst von Saxo stammt, sondern tatsächlich auf einen älteren Mythos beruhen könnte, deutet dann der Vers des Skaldendichters Cormac ran, der hier schreibt, dass Odin Rindr verzauberte. Mit der Göttin Jörd zusammen hatte Odin dann seinen wohl berühmtesten Sohn Thor. Der Name Jörd bedeutet so viel wie Erde und manchmal wird diese Göttin auch als eine Riesin bezeichnet und wird häufig als Mutter von Thor erwähnt. Bei ihr handelt es sich um eine Erdgöttin und als solche dürfte sie eine recht alte Göttin darstellen. Für sie sind aus der Skaldendichtung auch Namen wie Hlodin, Fold, Grund oder Fjörgen überliefert. Erdmütter wurden bei den Germanen auch schon vermutlich seit der Antike verehrt und Thors Mutter zeigt sich als eine weitere Ausprägung dieses alten Kults um Erdmütter und Göttinnen der Erde. Aber auch Loki bekommt unter den Asinnen eine Frau. Sie trägt den Namen Sigyn, was so viel wie Siegfreundin oder siegreiche Freundin bedeutet. Dieser Name war nun als einfacher Frauenname bei den Nordgermanen recht häufig, aber schon in der Skaldendichtung des 9. Jahrhunderts wird Sigyn als Frau von Loki erwähnt. Sie war damit schon relativ lange ein Teil der nordischen Götter und war in der heidnischen Zeit schon als Asin bekannt. Ob sie verehrt wurde oder nicht, wissen wir aber nicht und auch ihre Funktion bleibt unklar. In den Mythen taucht sie neben einigen Erwähnungen eigentlich hauptsächlich nur im Zusammenhang mit Lokis Bestrafung auf. Sie bleibt Loki, nachdem er angekettet wurde, treu und bleibt bei ihm, um das Gift der Schlange, die über Loki hängt, in einer Schale aufzufangen. Erst wenn die Schale voll ist und Sigyn sie ausleeren muss, tropft das Gift in Lokis Gesicht und verätzt ihn. Sigyn ist damit die einzige Figur, die Loki noch nach seiner Gefangennahme Gesellschaft leistet. Zudem wird Lokis Stammbaum aber auch noch um eine Mutter für Loki erweitert. Sie trägt den Namen Laufey und ebenso wie Lokis Brüder oder Sigyn scheint auch Laufey schon eine zumindest bei den Nordgermanen relativ alte Figur zu sein. Loki wird so sehr häufig als Loki Laufeyarsson bezeichnet, womit Lokis Mutter für seine Abstammung viel wichtiger ist als sein Vater, dessen Name von Loki selten bis gar nicht getragen wird. Der Name von Laufey könnte nun als die Laubinsel oder die Laubreiche übersetzt werden und daher gibt es die Interpretation, dass Laufey eine kleinere Baumgöttin gewesen sein könnte. Klar ist dies aber nicht. Zudem wird Laufey aber auch oftmals auch als Nal bezeichnet oder Nal wird als eine alternative Mutter von Loki in einer zweiten Tradition genannt. Erst in recht späten Quellen wird Nal klar als ein anderer Name für Laufey verwendet. Hier mit der Erklärung, dass Laufey besonders dünn gewesen sein soll wie eine Nadel und dafür wurde sie Nal genannt, was Nadel bedeutet. Hier fällt aber auf, dass diese Verbindung zwischen Laufey und Nal erst relativ spät erklärt wird und in älteren Texten scheinen die beiden, obwohl sie beide als Mütter von Loki erwähnt werden, unabhängige Figuren zu sein. Damit ist es möglich, dass wir hier zwei literarische Traditionen sehen und in einer Laufey und in der anderen Nal die Mutter von Loki ist, die dann später zu einer Tradition mit Laufey als Nal zusammengefügt wurden. Und schließlich hat auch noch der unter den kleineren männlichen Göttern erwähnte Baegvir eine Frau. Sie wird Baela genannt und tritt zusammen in der Lokasenna auf, wo sie von Loki als dreckige Magd beschimpft wird. Ebenso wie Baegvir wird auch sie als eine kleinere Schutzgöttin und ein möglicher Feld- oder Korngeist interpretiert und ist eine Dienerin von Frey. Abschließend zu den Göttern aus der Edda wäre dann noch Hnoss, die Tochter von Freya, zu nennen.
Hnoss bedeutet so viel wie Kostbarkeit und diese Figur symbolisiert Freyas Verbindung zu Schätzen und Gold. Ebenfalls in der Edda wird aber auch der Name Gersimi für die Tochter von Freya genannt, was ebenso Kostbarkeit bedeuten würde. Wegen dieser beiden Namen heißt es oft, dass Freya eigentlich zwei Töchter hatte, aber eigentlich sind beide Namen vermutlich für die gleiche Figur und funktional identisch. Snorri hat nun diesen Namen entweder aus einem Keningar oder ihn sogar selbst erfunden. Kleinere und vor allem lokale Göttinnen finden sich aber auch noch außerhalb der Edda für den nordischen Bereich. Wie anfangs schon erwähnt, dienten oft weibliche Figuren wie Diesen, Walküren, Nornen oder Völgin, die als Gruppen auftreten, auch als Schutzgeister und lokal verehrte Figuren. Aber auch einzelne Göttinnen gab es lokal bei den Nordgermanen. Zwei bekannte Beispiele dafür sind die Göttinnen Irpa und Thorgerdr Höldabruda. Irpa wird so in zwei Sagas erwähnt, sowohl in der Njalssaga Brenna wie auch in der Saga der Jomsvikinger. In diesen Quellen heißt es, dass die Göttin Irpa im norwegischen Hålogaland verehrt wurde. Ihr Name würde so viel wie die Dunkelbraune bedeuten. Mehr aber erfahren wir auch schon nicht mehr über diese Göttin. Und so lässt sich kaum sagen, welche Rolle oder Funktion Irpa hatte. Die Vermutung wegen ihres Namens als die Dunkelbraune auf eine Erdgöttin zu schließen, ist mit so wenig Grundlagen in den Sagas nicht wirklich überzeugend und kann mit so wenig Basis kaum durchgeführt werden. Aber es heißt in den Sagas auch, dass sie zusammen mit einer zweiten Göttin lokal verehrt wurde, und zwar mit der Göttin Thorgerdr Höldabruda. Diese wird auch noch in weiteren Texten erwähnt und ihr soll im 10. Jahrhundert ein Tempel im Gudbrandsdal geweiht gewesen sein. Dieser Tempel soll sehr reich geschmückt gewesen sein und gemäß einer Sage erbittet der Held Hakon aus ihrer Hand einen goldenen Ring als ein gutes Omen. Im Tempel der Thorgerdr soll zudem auch Thor abgebildet gewesen sein und auch Irpa wurde dort verehrt. Thorgerdr wird nun tatsächlich als eine sehr wahrscheinlich reale lokale Göttin gesehen und sie dürfte vermutlich eine lokale Familiengottheit gewesen sein. Sie wurde vermutlich so lokal und zentral durch die herrschende Familie der Region verehrt und sollte diesen helfen und ihnen Schutz und Hilfe gewähren. Tatsächlich wird auch in der Saga der Jomsvikinger geschildert, wie Thorgerdr in den Kampf eingreift. Sie lässt für ihre Schützlinge einen Sturm heraufziehen und aus ihren Fingern sollen Pfeile auf die Feinde geflogen sein, um so den Sieg zu bringen. Anzumerken ist aber, dass all diese Quellen deutlich nach dem Ende der Verehrung von Thorgerdr entstanden und stark fiktional und sehr fantasievoll gestaltet sind. Daher kann man sich wie so oft nicht wirklich auf diesen Inhalt der späten Sagas verlassen, aber die Göttin selbst dürfte durchaus real gewesen sein. Thorgerdr ist damit ein anschauliches Beispiel einer lokalen Gottheit und einer weiblichen Göttin, die eine wichtige Rolle spielte, ohne weithin bekannt gewesen zu sein. Vermutlich gab es auch noch viele weitere solche Göttinnen und Götter, von denen uns aus dem nordischen Bereich nur recht wenige überliefert sind. Dies könnte zum Teil daran liegen, dass bei den Nordgermanen auch Gruppen wie die Diesen als weibliche Schutzgeister die Rolle weiblicher Göttinnen bereits übernahmen. Besonders aber auch noch aus dem südgermanischen Raum und von den Angelsachsen sind uns noch viele weitere, kleinere Göttinnen und Götter überliefert und um diese wird es dann noch in der nächsten Folge gehen. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu dem Video und eure Vorschläge für das Thema in der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patreons und tschüss YouTube bis zum nächsten Mal bei der germanischen Mythologie.